stattlichen Scharnstadt Feste gefeiert und Gäste empfangen. In Burma leben rund 700.000 Menschen ethnischer Minderheiten in Flüchtlingslagern und in umgesiedelten Dörfern. Es sind vertriebene Menschen, Flüchtlinge im eigenen Land. Dazu kommen 120.000 weitere Burma-Flüchtlinge in Lagern im angrenzenden Thailand. Hintergrund der Flüchtlingsdramen sind 6 Jahrzehnte Militärdiktatur. Die Militärs haben Angehörige ethnischer Minderheiten unterdrückt, ausgebeutet, ihnen das Land geraubt. Im Land kämpften und kämpfen noch immer bewaffnete Rebellengruppen gegen die Armee. Diese Konflikte haben Hunderttausende von Menschen vertrieben. Einige dieser Camps stehen im Hochland des nördlichen Schadstaates, wie hier in Kut Kai, das Lager, das von der örtlichen römisch-katholischen Kirche aufgebaut wurde. Etwa 300 Frauen, Männer und Kinder leben im Lager, geflohen nach Angriffen der Armee. Unter ihnen auch Nafde, 34 Jahre alt. Er ist mit seinen Kindern, seiner Frau und mit Verwandten hier. Wir mussten unser Dorf verlassen, weil es Schießereien zwischen Rebellen und der burmesischen Armee gab. Es war schrecklich. Ein 70 Jahre alter Dorfbewohner und ein 17-jähriger Rebell kamen ums Leben. Zu den Kämpfen kam es, weil einige Rebellen bei uns im Dorf wohnten. Als die Soldaten sie entdeckten, begannen sie zu schießen. Wir fürchteten uns derart vor der Armee, dass wir in den Wald flüchteten. Im menschenleeren Dorf brachen die Militärs in unsere Häuser ein. Sie zerstörten alles und stahlen, was ihnen in die Hände fiel. Wir schliefen eine Nacht im Wald. Andern Tags kehrte ich mit einigen Männern zurück ins Dorf. Dann beerdigten wir die beiden Männer auf dem Friedhof. Das ganze Dorf flüchtete, denn wir wussten, bleiben ist lebensgefährlich. Wir flüchteten in die Stadt, um hier im Flüchtlingslager für intern Vertriebene einen sicheren Platz zu finden. Beamte der Regierung versuchen immer wieder, uns zum Verlassen dieses Camps zu bewegen. Sie sagen, der Staat werde uns beim Wiederaufbau unserer Häuser helfen und auch beim Aufbau eines neuen Lebens. Sie sagen, es sei jetzt sicher. Das stimmt aber nicht.
Die Konflikte dauern an. Wir haben große Angst davor, zurückzukehren. 7 Familien gingen dann doch zurück. Aber der Staat half ihnen trotz den Versprechen nicht. Jetzt leben diese Menschen in einem anderen Flüchtlingslager. Ich weiß nicht, wann wir zurück in mein Dorf gehen können. Denn ich weiß nicht, wann die Konflikte endlich aufhören und ein Waffenstillstandsabkommen zwischen den Rebellen in unserem Gebiet und der Regierung zustande kommt. Die Menschen im Lager sind zum Nichtstun verurteilt. Abwechslung bietet da ein Acker, auf dem Gemüse angebaut wird. Der Acker ist Teil einer dörflichen Bauernschule, aufgebaut von der größten Nichtregierungsorganisation des Landes, der Metta-Stiftung, unterstützt von Caritas Schweiz. 60 solche Bauernschulen gibt es derzeit, weitere 60 sind geplant. Gelehrt wird nicht nur biologischer Nahrungsmittelanbau, in Landrechtslektionen lernen die Kleinbauern, wie man seinen Acker gegen Landraub schützt. Mehr als 2/3 von Burmas Bevölkerung sind Kleinbauern. Sie sind das Rückgrat des Landes. Ihre Weiterbildung ist ein wesentlicher Teil auf dem Weg der weiteren Öffnung und Demokratisierung ihrer Heimat.